Ja, meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Wolfenstein. In der letzten Folge haben wir uns ja aus diesem Mega-U-Boot hier unten in diese Basis hinbringen lassen. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Hier ist schon so ein ganz komisches Teil rausgefahren. Sieht ein bisschen komisch aus, aber naja, mal schauen. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt mit dem Ding da reinfahren lassen. Ich sage Ihnen, ich habe auf diesen Moment gewartet. Viele von uns wollten die Machtverhältnisse während des Krieges ausgleichen. Aber alles passierte so schnell und viele unserer führenden Köpfe wurden... Ihr geht aber aus dem Weg, Kollege. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Es gab Hoffnung. Sieht ja schon lustig aus, ja. Die Atombombe abwarf. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Dati-Shut sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt sind wir wahrscheinlich die Letzten, die hier sein werden. Mal sehen. Ahnung. Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Es gibt einen Übergangsraum zur Haupthalle. Haben Sie eben Warnung gesagt? Warnung, Warnung. Die Anweisungen sind alt und verwittert. Gehen Sie. Warnung. Auf diese Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Lassen Sie mich. Was? Blaskowitz! Ja, wir müssen da nochmal rein. Sie gehen als Nächster und ich folge Ihnen? Ja. Das ist eine Druckluftkammer, würde ich mal sagen. Okay. Auch gleichzeitig wahrscheinlich. What the fuck? Ein wundervoller Ort. Mächtig. Politische Forschung. Kommt der da jetzt? Ach, der kommt auch. Okay, geschafft. Oh, wow. Ich hörte ja eigentlich gerne noch ein bisschen hier. Was ist das? Das da oben ist die geheime Kammer. Wir müssen zuerst die Magnetfelder aktivieren und den Zugang herstellen. Diese Maschine hier, sie steuert die elektromagnetischen Felder. Ja. Okay. Ja. Bist du bereit, Riese? Eins, zwei, drei, los! What the fuck? What the fuck, Dave? Oh ja, Herr Blaskowitz, geben Sie mir bitte mal Ihren Laser? Was? Da, das ist ein Prisma der Dati-Shut, das die Hand da weg, Alter. Auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Aha. Sehen Sie sie? Dort oben. Ja. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Wie ist das möglich? Eine uralte Stadt. Eine von vielen. Die Dati-Shut haben sie gebaut, bevor die Menschheit überhaupt den Kompass hatte. Wenn das Ziel klar ist, wenn wir zusammenkommen, die für dieselbe Sache eintreten, ist alles möglich. Nein! Jetzt sind wir hier runtergefallen. Oh. Ach, guck mal. Ja, ist ja gut, schreib mir jetzt an. Ich muss erstmal looten hier. Oh. Hier haben sie schnell. Hier können wir raus. Nee. Aber hier. Boah, hardcore schnell schwimmen. Da hat er wieder eine Leiche liegen. Ach so. Ah.
Oh, das war sehr intelligent. Alter, kannst du mal aufhören, so rumzumeckern, du Vollarsch. Wo kann ich denn jetzt die Scheiße hier aufladen? Das ist doch schon leer. Du bist ja lustig, ey. Super, Ingo. Du weißt schon, dass das Ding leer ist. Junge, wie soll ich denn jetzt hier warten? Scheiße. Opa, das Ding ist leer hier. Was geht da ab? Ich wollte ja nicht allen Ernstes sagen, dass ich jetzt so lange warten soll, bis das Ding wieder voll ist, oder? Warte mal. Tada! Ja, ich will ein. Naja, vorher rummeckern, du Assi. Sie sind ein Macher! Und du bist. Nee, komm, lass mal. Wie er sich da abfreut. Kann ich das? Fahren wir in Kur. Bringen Sie uns hoch! Nee, geht nicht. Riese! Ja, okay, Goliath. Ramona! Oh, Ramona Dreves möchte mit uns reden. Die Schmerzen sind unerträglich. Es hört nicht auf zu bluten. Okay. Ja, dann hol den Pflaster. Ne, ja, sie abfreut, ey. So wird das Tor aufgebaut. Was? Nicht schlecht, Herr Tor. Oder was ist das denn? Sagen Sie mir nochmal, ich will. Goldener Spielzeugroboter, aha. Kein Genie. Doch. Gern? Bitte. Nur zu, sehen Sie sich um. Nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können, doch denken Sie daran, das ist heiliger Boden. Mhm. Heiliger Boden. Eine Krone? Was ist denn das hier alles? Sie sind jetzt geheilt gesteckt. Sie würden nicht glauben, was ich hier sehe. Roger, ich bin schwer beeindruckt. Achso, die kann mitgucken, oder was? Was? Level beenden? Nee. Da muss ich jetzt hier ein Rätsel. Ach, guck mal. Wahrscheinlich noch viel, viel mehr übersehen, ne? Ach, ich muss jetzt hier. Okay. Also warte mal, wir müssen es mal merken. Mit dem Ding hier fängt's an. Wir probieren jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Okay, es hat nicht funktioniert. Also mit dem Ding hier fängt's an. So. Dann probieren wir mal das genau entgegengesetzte. Okay,
Kann man bestimmt zusammenbauen, ne? Warte mal, das da rein. Und dann... weiß ich nicht, eventuell. Super Ingo. Alter, da hier auch nicht so oft machen wir. Also nochmal das. Dann der. Okay, den hatten wir. Nehmen wir mal den hier. Ja, der ist richtig. Okay, dann nehmen wir... Nee, das glaube ich nicht. Das kommt wahrscheinlich als letztes. Machen wir mal das Ding hier. Quatsch. Okay. Das. Das. So, dann hatten wir... ach ja, das können wir jetzt mal probieren. Das sieht doch sehr danach aus. Das. Ja, richtig. So, dann vermute ich jetzt das und dann kommt das andere wahrscheinlich. Ja, Baby. Schon begriffen, aber wir wollen ja noch nicht weg. Wir wollen noch looten, Junge. Looten! Ganz viel looten! Hey, Blaskovic, bringen Sie diese seltsame Kugel her und stecken Sie sie in diese Aussparung. Ja, mach ich. Also, was eigentlich für eine Kugel? Wir haben doch noch gar nichts gelootet. Stattdessen haben wir ja eine üble Imba-Waffe freigeschaltet. Die Kugel hier? Wenn Sie die Kugel in diese Aussparung hier stecken. Ja, machen wir jetzt. Bitte kommen, bitte kommen. Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja, es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. Oh, Entschuldigung. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfahren, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskovic damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Herrje, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Aha. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. What the fuck? Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es Caroline. Das Regime hat diese Brücke vor 3 Jahren gebaut. Als direkten Zugang zur Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Okay. Der Zug müsste jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Sie müssen los, Captain. Machen Sie sich bereit. Okay. What the fuck? Alter. Was zum Teufel hab ich da gemacht? Wir haben die Brücke zerstört, Sir. Wir haben die Brücke mit der großen Metallkugel zerstört. Oh Gott! Alter Kanarienvogel. Caroline! Wir haben den Zug gestoppt! Ich lasse den Captain jetzt raus! Er ist bereit und soweit startklar! Aha. Verstanden! Gute Arbeit! Weiter so! Nummer 6, Sir! Hängt über dem Abgrund wie der Kopf von
Ja, machen wir. Ey, das ist ein Zug. Moment, vielleicht haben wir ja da ja... Was war das denn? Sie können jetzt springen. Ja, ich muss aber vorher mich umschauen. Du kennst das Problem. Ich muss immer gucken. Ich kann nicht gar nicht anders. Immer nix, immer nix. Ja, Alter, schrei mich nicht so an, Mann. Lass doch nicht rüberspringen, Alter. Gut. Sehr gut, Herr. Ich suche nach einer Stelle, an der ich sie absetzen kann, näher am Nautica-Waggon. Ich glaube aber nicht, dass ich eine finde. Au, das sieht gut aus. Gehen Sie zu Fuß weiter. Ja, genau. Laut Protokoll müsste Totenkopfs Chefwissenschaftler eine komplett weiße Uniform tragen. Okay, Laskowitz. Finden Sie den Mann mit der weißen Uniform und schnappen Sie sich seine Ausweispapiere. Ja, Ihr Flugticket zur Mondbasis. Er müsste in einem der Waggons sein. Ja. Aber Freunde, ich sehe gerade, wir gehen auf Folgenende zu. Dann würde ich auch sagen, machen wir hier Cut und dann schauen wir mal, was hier uns auf der Brücke in der nächsten Folge erwartet. Oder? Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir schon aufgenommen. Ich hoffe, es reicht. Ansonsten nehmt es mir nicht übel. Bis dahin. Tschüss. Ja, meine Freunde, willkommen auf unserer Endcard. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der letzten Folge war ja viel mit Gucken und wenig Action. Wobei, ich weiß gar nicht, war da Action? Keine Ahnung, ich habe es nicht so empfunden. Ich bin noch relativ gelassen eigentlich. Ich bin gespannt, was uns auf dieser Brücke alles jetzt noch erwartet und wann wir denn dann zum Mond fliegen. Ich hoffe, wie immer, die Folge hat euch gefallen. Ansonsten, ne, Kritik äußern ist immer gerne gehört. Ich möchte immer gerne hören, was ich besser machen kann und was nicht. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren etc. Bla 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 bla. Bis dahin. Tschüss.